Christmas, I have not mastered the secret of first class yet. Ich glaube, der hätte gerade einen neuen Text gesagt, oder? Nee, glaub nicht. Okay, Job Nummer 3. Garbage Collection. Okay, Müll sammeln. Wir sollen Santa Destroy sauber machen und den Müll aufsammeln. 1000 Landsquid Bird Rider für jedes Stück Müll. Das klingt gut, aber kann man halt nicht einschätzen. Mal schauen. Okay. Willst du die unausgesprochene Regel von Santa Destroy wissen? Es ist ein Land von Freiheit und Anarchie. Sehr viel mehr gibt es hier eigentlich auch nicht. Nur Überreste, Verstoßene eher vielleicht, und Ruinen. Ja, Überreste, Verstoßene und Ruinen. Der Müll überflutet die Straßen. Sie symbolisieren die Überreste des Lebens. Verstehst du, was ich meine? Jedes Stück Müll ist eine verlorene Seele. So, what better way to spend your life? Also, wie kannst du dein Leben besser verbringen? Seelen retten. Ein echter Müllmann bringt den Toten den Frieden. Es hat 12 Jahre für mich gedauert, um zu verstehen, dass das wahr ist. Du hast Potenzial. Eine Seele, die mit Müll reden kann. Der Gott des Mülls wird über dich wachen. Also rette den Müll. No bikes and that pollute the air. Okay, ich darf mein Motorrad, das die Luft verschmutzt, nicht benutzen. Das ist eine umweltfreundliche Mission. Okay. Wie sammle ich Müll? Easy. Ah. Warum fällt der Müll nicht vorne wieder raus, wenn er sich runterbückt? Der bückt sich so tief, das sollte rausfallen. Aber okay. Beschwer mich ja nicht. Alles gut. Na, nimm halt. Was ist denn los? Nimm den Müll. Wir haben nicht mehr so viel Zeit. Oh, ein Müllschatz, den ich hier gefunden habe. Voll super. So viel Müll auf einem Haufen. Easy. Bist du noch da, Katka? Weil wenn, hast du Grounded mal länger gespielt? Und wenn ja, oder vielleicht weißt du es auch wer anders,
Kann man da einfach private Server machen oder wie funktioniert denn das da mit dem Multiplayer? Kommen da alle in die Welt von einem oder gibt es da auch sowas wie Server einfach? Jupp, also da kann man auch richtige Server machen quasi. Weil das wäre vielleicht auch ein Spiel, da könnte man vielleicht mal so einen Server irgendwie erstellen und stehen lassen und gemeinsam irgendwie... Gibt es denn eine Begrenzung oder zu wie viel kann man denn das spielen? Ach so, im Multiplayer auch noch nicht getestet. Ach so, okay. Das muss ich mir mal anschauen. Hey, das ist gar nicht so schlecht. 1000 Gold für einen Müll hat es geheißen, ne? 1000 Landsquid Bird Rider. Müll sammeln bringt ganz schön was. Denk mal Peer-to-Peer, ja, für 4 Spieler nur. Okay, gut. Gut, okay. Wollte ich wissen. 53.000, nicht schlecht. Bei den anderen kriegt man immer so um die 30. Hey, Drittklässler. Ich habe noch einen Job für dich. Ah ja, etwas ein bisschen mehr shady. Sehr gut, jetzt haben wir wieder einen Auftragsmord bekommen. Den machen wir jetzt auch noch schnell. Travis, welcome. Ja, sogar mehrere. Schon wieder Pizza Butt? Moment mal, das ist die gleiche Mission wie die erste. Okay. Haben die Nebenmission recycelt oder so. Anscheinend. Aber gut. Mit den Nebenmissionen kann man jetzt schon ein bisschen mehr Geld verdienen als mit den ersten. Zacker wollte eigentlich letztes Wochenende den Minecraft-Server wieder onbringen. Ah. Aber erreiche ihn mal wieder nicht. Achso, ja. Viel beschäftigter Mann. Auch der Zakorak. Ja. Würde ich auch gerne mir mal wieder anschauen, das stimmt. Ach, verdammt. Nee, okay. Doch, okay. Den holen wir jetzt noch. Weil er bestimmt da drin ist. Ja, okay, gut. Ich steig ab. Nein. Natürlich. Ich steck irgendwie fest. Ah, okay, gut. Komm schon, da passen wir rein. Ja, na also. Das war Absicht. Wirklich. Ich wollte ehrlich gesagt da rein, aber da hätte ich hier nicht reingepasst. Also war es quasi fast Absicht. Also, dass man die Lovikov-Bälle einfach so auf der Minimap sieht, macht das Sammeln von denen fast schon ein bisschen zu einfach. Aber ich finde es gut, weil ich hasse so Collectibles, die... Also, wenn man irgendwie irgendwas kriegt, wenn man alle gefunden hat, und dann sind die einfach ohne irgendeine Möglichkeit... eine Liste abzuhaken oder irgendwie die irgendwie zu sehen, irgendwo verteilt. Weil irgendwann kommt dann der Punkt, wo man alle hat, bis auf ein oder zwei, und dann hilft einem kein Guide mehr und dann hilft einem nichts mehr. Dann kann man sich noch so viel umsehen, man findet die nie wieder. Das ist mir so schon lieber. Okay, aber jetzt auf zur Mission. Ah, sammeln wir noch ein paar Dragon Balls. Verdammt. Es hilft ja nichts. Die müssen ja gesammelt werden. Was sollen denn die Nachbarn denken sonst? Ich frage mich nur, wo? Hier ist auf jeden Fall meine Mission.
Kann ich hier reingehen ohne Mission? Nö. Nämlich komisch. Das sieht so aus, als wäre der da drin. Na gut, dann machen wir die Mission. Immer dieses Parkhaus. Das Parkhaus des Todes. Ich habe schon Polizeiautos rumfahren sehen in der Stadt. Ich frage mich, warum es in Santa Destroy Polizei gibt. Mission starten. Was muss ich machen? Achso, den CEO töten. Die kombon mich hier nieder mit ihren Pistolen. Ach, Gott sei Dank. Das ist quasi wirklich fast die gleiche Mission, nur mit mehr, also mit besser bewaffneten Leuten. 50.000, aber ich krieg nicht mehr Geld durch diese Fähigkeit. Ah, wahrscheinlich kriege ich wirklich in den Hauptmissionen mehr Punkte und dadurch dann doch wieder mehr Geld. Aber wahrscheinlich nur wirklich in den Hauptmissionen. Hm, na gut. Ist okay. Auf jeden Fall war das jetzt schon nicht schlecht. Das Müll sammeln und die Mission hier hat schon ganz schön was gebracht. Vor allem kann man die Mission echt öfter machen für 50.000. Das lohnt sich schon. Ah, hier sind so Freestyle-Missionen. Aber das ist die... das ist die, wo ich nicht getroffen werden darf. Die hasse ich. Was gibt es denn hier unten noch eigentlich für eine Freestyle-Mission? Schauen wir mal. Free-Fight-Mission. Kill until you take a single hit. Oh, ist das in allen Freestyle-Missionen so? Das finde ich nicht gut. Versuchen wir es. Na super, schon vorbei. Ach, ich hasse solche Missionen. Die habe ich früher schon gehasst. Hasse ich auch in anderen Spielen immer. Sowas gibt es immer wieder. Nein, das will ich nicht machen. Da sammle ich lieber Dragon Balls. Ich könnte mir vorstellen, wenn man voll der Anime-Fan ist, voll der Anime-Checker, so richtig, dass ganz viel Referenzen in dem Spiel stecken, die man vielleicht so gar nicht versteht. Wenn Travis hier schon so ein Otaku ist, könnte ich mir vorstellen, dass da mehr versteckt ist als nur die Dragon Balls. Was so Referenzen angeht. Wo ist denn der? Ich check das nicht. Ich weiß nicht, wie ich an den rankommen soll. Aber da ist er nicht, oder? Im Dach oben. Nee. Hm. Komisch. Jetzt laufe ich mal einmal um den Block. Der hat noch eine blödere Laufanimation wie ich. Gegen die Wand läuft er auch noch. Jetzt gehe ich nochmal da hoch, auch wenn da eigentlich... Ich höre ihn sogar. Der muss wirklich da oben irgendwo sein oder so. Wie? Ah, so. Naja, dann. Sweet.
Es ist wirklich, ich denke mir immer, ach komm, den einen Dragon Ball holen wir uns noch. Und dann erscheint der nächste schon auf der Karte. Es ist eine endlose Kette, die nie endet. Auch nicht schlecht. Muskeln plus eins vom Laufen, meinst du? Ja, bei San Andreas war es ja so, ne? Das war schon eine coole Mechanik. Schade, dass sie die nie wieder benutzt haben in irgendeinem GTA. Fand ich eigentlich ganz nett. Dass man sich auch irgendwie mit Burger vollstopfen kann und dann super dick werden und lauter so Sachen. Fand ich schon lustig. Wie im wahren Leben. So, wie kommen wir da rein? Das ist jetzt die Frage. Das ist wirklich eine gute Frage. Na schau. Ich glaube, hier geht's nicht weiter, oder? Doch. Na, vielleicht. Weiß nicht. Nee. Schön. Schön haben die das gemacht. Oh nein. Weil ich zu weit von der Straße weg bin, kommt der nicht mit meinem Moped. Ah, Gemeinheit. Die Minimap ist irgendwie echt komisch, oder? Ich verstehe schon, dass die so ein bisschen retro-oldschool sein will, aber die verschiebt sich manchmal einfach so komisch. Und auch die Punkte auf der Karte, die Collectibles, passen teilweise gar nicht. Verschieben sich innerhalb der Kästchen, auch wenn ich die Karte drehe und so. Ist schon komisch. Ein sehr seltsame Map. Aber wie kommen wir jetzt wirklich da ran? An den Dragon Ball, der da drin irgendwo sein muss. Ja, da hinten ist er eh. Ich habe keine Ahnung. Travis, hey, it's a bad day. Ja, außer ich muss einmal im Kreis fahren. Das könnte sein. Da habe ich auch dran gedacht, dass ich das Tor aufrahmen kann. Aber das erscheint mir richtig. Das sind sogar zwei. Na schau. Cool. Perfekt. Dann fahren wir jetzt noch zu Lipovetsky. Würde ich sagen. Oder? Vielleicht. Eigentlich ist es egal. Hier wären auch noch zwei in diesem Gelände hier wahrscheinlich. Da könnte man noch mal schnell gucken.
Da ist schon wieder so ein komischer Osterinselkopf. Warum sind die hier überall? Cool. Hey, wir haben jetzt eh schon... Wie viel Upgrades gibt's? Gibt 7? Na dann... Oh, gut, haben wir jetzt über die Hälfte. Ich glaube, wir haben jetzt quasi eins schon geholt und können uns jetzt 3 holen, wenn ich mich nicht vertan habe. Ah, da ist mein Moped. Dogfood Burritos. Hundefutter Burritos. Aber sind die dann für Hunde oder für Menschen gedacht? Oder beides? Ich weiß es nicht. Wer weiß. Hey Chilicon. Ich glaube, ich habe das Spiel damals, aber das ist schon lange her, bestimmt 3-4 Mal durchgespielt. Weil man schaltet ja dann, wenn ich mich richtig erinnere, erst den höheren Schwierigkeitsgrad frei, wenn man es auf normal durchgespielt hat. Und den habe ich auf jeden Fall auch nochmal durchgespielt, weil da ja dann ein geheimer letzter Bosskampf kommt, der ansonsten in der Story fehlt. Bestimmt 3-4 Mal durchgespielt und ganz oft angefangen. Aber das ist schon ewig her, deswegen kann ich mich an viel gar nicht mehr so genau erinnern. Ich freue mich echt schon auf den zweiten Teil, weil den habe ich nur einmal gespielt und kann mich im Grunde kaum noch an irgendwas erinnern. Was hinter mir? Bin ich dran vorbeigelaufen? Ich glaube, du brauchst 4 Runs für den letzten Bosskampf. Ah ja, das kann sein. Aber gib mir genauso, liebe das Spiel immer noch. Ja, ich finde, ich bin echt, ich habe... schon lang überlegt. Oh, aha. Guck. Ja. Man kann Mülleimer aufkicken. Das wusste ich zum Beispiel nicht mehr. Und da ist mehr Geld drin als in dem Boden schätzen. What? Naja. Ah, da ist er tatsächlich. Bin voll dran vorbeigelaufen. Was wollte ich sagen? Ich kann mich nicht mehr erinnern. Cooles Spiel auf jeden Fall. Ach ja, genau. Ich habe schon länger überlegt, die Trilogie mal, also auf, als Vorbereitung auf den dritten Teil, die ersten beiden Teile zu streamen. Aber ich habe mir immer gedacht, na, vielleicht kommt ja doch noch eine Remastered-Version für die Switch. Ich habe fest dran geglaubt. Weil das wäre mir lieber gewesen, als die Switch ausgraben und dann mit Bewegungssteuerung und Und es hat sich gelohnt, das Warten. Gut gepackt, finde ich. Ah, das letzte Schwert, das man nicht mehr schütteln muss, ja. Ich habe ich habe es leider nie wirklich durchgespielt, weil ich den letzten Boss einfach nicht geschafft habe. Ich habe dann irgendwann aufgegeben. Muss ich leider gestehen. So, Memory of Three. Man sieht den Gegner auf der Karte. Weiß ich gar nicht so genau. Was ich auf jeden Fall gern hätte, ist Mask. Dass unsere Griffreichweite besser ist.
Und was war das andere gleich nochmal? Jumping Down Attack. Ich weiß nicht, wann man das brauchen würde. Ja, das ist cool. Mehr Zeit für Spezialmoves. Ist gut. Und dann haben wir noch Dash. Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Jumping Slash. Oh, keine Ahnung. Dann nehme ich jetzt mal, dass wir alle Gegner sehen können, würde ich sagen. Jawohl, Sensei. Okay, coolio. Ich glaube, dann machen wir jetzt für heute Schluss. Es ist schon spät. Aber wir müssen noch in die Wohnung fahren und speichern. Auf jeden Fall. Und auf dem Weg vielleicht noch ein paar Dragon Balls sammeln, wenn wir welche finden. Aber ich glaube eher nicht, weil wir sind schon da. Das war kürzer, als ich dachte. Sprechen wir zweimal, das hält besser, ist gut. Ich finde sowieso, ich mag eigentlich alle Suda 51 Spiele. Genauso wie Swery. Die beiden finde ich einfach genial. Die haben beide so ihren eigenen abgedrehten Stil. Finde ich einfach cool. Und die machen ja gerade gemeinsam ein Spiel miteinander. Da bin ich echt gespannt drauf. Das wird zwar nur ein kleines Spiel anscheinend, das ist nur so ein Nebenprojekt für die beiden. Wie heißt das gleich nochmal? Irgendwas mit Hotel oder Hotel irgendwas. Hotel Miami. Nee, das stimmt aber nicht. Ich, Mensch, gerade wusste ich es noch. Nee, ich glaube, das fällt mir gerade nicht mehr ein. Naja, auf das bin ich gespannt. Und ansonsten kommt ja jetzt eben dann No More Heroes 3 nächstes Jahr irgendwann. Und Swery arbeitet ja auch an seinem neuesten Projekt, in dem man eine Journalistin spielt in der Stadt, in der Kleinstadt. Ähnlich wie Deadly Premonition, nur ohne Monster und Morde. Nee, stimmt nicht. Ein Mord ist passiert. Und den untersucht man auch als Journalistin. Und bei Vollmond werden alle Bewohner Tiere. Und man selber auch. Katzen oder Hunde, je nachdem. Und dann kann man ganz neue Bereiche erkunden. Klingt interessant auf jeden Fall. Im Grunde wirklich Deadly Premonition ohne Monster, dafür mit Tierverwandlungsfunktion. Ist bestimmt nett irgendwie. Ich bin gespannt. Na gut. Leute, dann machen wir jetzt für heute Schluss. Und morgen geht's aber schon wieder weiter. Um 19 Uhr fangen wir morgen an. Und dann werden wir uns Nummer 7 vornehmen. Und vielleicht auch 6. Und vielleicht mehr. Mal schauen. Gute Nacht zusammen. Ciao. Oh, guck mal, wenn ich ganz schnell winke, wird meine Hand ganz grün. Wegen dem Greenscreen. So schnell kommt ihr nicht hinterher anscheinend mit dem Ausblenden. Cool. Gute Nacht. Ciao.